Was geht, Digga? Ey, ich bin jetzt schon echt ein bisschen nervös, muss ich sagen. Es geht heute nämlich nicht um wenig. Muss man ganz ehrlich auch einfach mal so festhalten. Ey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Ich befinde mich gerade in meinem Büro und hier kamen vor ungefähr 2 Stunden 5 Pakete an. Ich habe es ja schon öfter mal angekündigt und viele von euch haben auch sehr darauf gewartet, dass ich auf jeden Fall auch nochmal bei Saturn bestellen werde, diesmal dann für 3000 Euro. Also wir haben heute wirklich die teuerste Wundertüte, Mystery Box, wie man es auch immer nennen möchte, die je im deutschsprachigen YouTube-Bereich ausgepackt wurde. Ich glaube, davor waren es ja Dima und Rob, die haben für 2000 Euro bestellt. Ich denke mal, dass bei denen auch krassere Sachen trotzdem drin gewesen sind, weil das war ja vor Weihnachten irgendwie alles ein bisschen lukrativer. Trotzdem habe ich jetzt einfach mal 3000 Euro bezahlt, Warenwert soll 6000 Euro sein und ja, ich bin gespannt, Leute. Man muss sagen, eine Sache, die kann ich euch jetzt schon verraten, weil das habe ich direkt gesehen. Hier ist ein Dyson Hot and Cool. Das ist doch so ein Luftreiniger, oder? Die sind auf jeden Fall sehr gefragt aktuell. Den haben die halt einfach so mitgeschickt. Kostet ungefähr 600 Euro. Ich blende euch die Preise hier mal ein. Ihr kennt das Ganze. Und dann machen wir uns jetzt gleich mal an die anderen Pakete. Aber eine Sache wollte ich noch loswerden. Wenn dieses Video, ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht, deswegen dachte ich mir, komm. Wenn wir 20.000 Likes auf diesem Video schaffen, dann bestelle ich das nächste Mal für 10.000 Euro. Ich schwöre, ich mache das. Ehrlich, ich habe es jetzt immer gesagt und ich habe es auch immer gemacht. Deswegen, Leute, ich bin gespannt. Es macht mir unfassbar viel Spaß. Und hier haben wir so ein Paket, da bin ich eigentlich am gespanntesten drauf. Hier sind nämlich, denke ich, relativ viele kleine Sachen drin, auch vielleicht Handys. Ich meine, kann man ja erwarten heute. Die Pakete, die da stehen, sind ziemlich schwer. Da ist, glaube ich, zweimal das gleiche drin. Irgendwas für die Küche oder so. Egal. Wir fangen jetzt an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Abonniert super gerne den Kanal. Würde ich mich sehr freuen. Let's go. Leute, ich würde sagen, wir starten trotzdem mal mit dem Dyson Air Cleaner. Hot and cool, ja. Ich habe mir nämlich tatsächlich auch mal gedacht, ich brauche so ein Ding für meine Wohnung. An sich finde ich das unnötig, aber es sieht schon stylisch aus, ne? Das Ding ist auch wirklich ziemlich groß. Guck mal. Ja gut, also ich könnte ihn jetzt auspacken oder halt nicht, ne? Ihr seht ja, wie es aussieht und wahrscheinlich die meisten von euch haben so ein Ding auch schon mal im Einsatz gesehen. Deswegen lasse ich den einfach mal original verpackt da drin und wir kommen dann jetzt zu den anderen Paketen, auf die ich ultra Bock habe. Ich bin echt gespannt, Mann. Hier auf jeden Fall nochmal eben der Preis für das Ding. Und Leute, ganz wichtig für die, die das jetzt hier zum ersten Mal schauen, ich nehme immer den günstigsten Preis, den ich irgendwo im Internet finde, für ein gleichwertiges Produkt. Also, so. Dann würde ich sagen, machen wir mal hiermit weiter. Also das Ding ist auf jeden Fall ultra schwer. KitchenAid, Küchenhilfe, irgendwie vielleicht so ein Thermomix oder so. Und was ich glaube ist, dass ich den nochmal habe in dem anderen Paket, weil die sehen eigentlich gleich aus. Boah, Junge, was ist das denn? So sieht das Ganze aus. KitchenAid, wir haben hier den 4,8 Liter Artisan. Ey, sorry, wenn ich jetzt wieder Hate bekomme, dass ich mich mit irgendwas nicht auskenne, aber damit kenne ich mich jetzt wirklich nicht aus. Ich kann euch hier nur den Preis einbinden. Ich schau das jetzt mal nach. Ich habe keine Ahnung, ob das 200 Euro sind oder ob das 800 Euro sind. Es kann, also bei Küchengeräten, das kann auch schon teuer sein, ne? Was kann denn das Ding alles? Also es ist so ein multifunktionales Gerät, ne? Okay, gut, ich finde den jetzt hier für 409,99 Euro bis 599 Euro. Gut, sagen wir mal, 400 Euro kostet das Ding an sich ganz nice. Ich habe davon 2 Stück. Ganz ehrlich, das lohnt sich auch nicht, den aufzumachen, weil ich habe von sowas keine Ahnung. Dann nehme ich lieber gleich diese andere Box da genauer unter die Lupe, wo hoffentlich ein paar Handys oder so drin sind. Kommen wir zu diesem Paket. Ich glaube aber, da ist das gleiche drin. Wir checken es trotzdem kurz ab. Vielleicht ja in einer anderen Farbe, blau oder so. Nee, ihr seht schon, ein und dasselbe Gerät. Mache ich das mal schnell wieder zu, ist ja langweilig. Also die Dinger können wir pro Gerät 400 Euro berechnen, 800 Euro insgesamt. Plus dieses Dyson-Ding sind wir schon bei ja, 1,3, 1,4, circa so. Also da muss eigentlich noch was kommen, oder? Da muss doch ordentlich was kommen. Weil man muss ja auch sagen, wenn das Ganze ein Flop wird, dann bestelle ich ja nicht wieder für 10k. Das wäre ja Selbstmord. Hier haben wir jetzt ein etwas kleineres Paket, was auch nicht ganz so schwer ist. Ich denke aber, da sind halt mehrere Sachen drin, habe ich ja schon gesagt. Und ich hoffe, hier drin sitzt jetzt richtig Wert. Also muss eigentlich, weil sonst wäre ich enttäuscht. Und wir liegen an sich noch meilenweit von den 6.000 Euro entfernt. Aha, aha. Digga, nice. Oh mein Gott. Wir haben hier eine Sony RX100.
Sony, geile Marke, ich nehme gerade selber auch mit einer Sony auf, das ist die Sony Alpha 6500, hier haben wir eine etwas kleinere Kamera, trotzdem Cybershot, okay, wie teuer ist die? Ich weiß es noch nicht, ich blende es euch hier ein. Das ist auf jeden Fall sehr geil, ich sehe es gerade hier, zwischen, okay, die ist gebraucht. Also die ersten Preise, die mir hier gerade entgegenspringen, sind zwischen 800 und 900 Euro. Ich weiß nicht, also ich denke, das gibt es auch noch günstiger. Trotzdem, ihr seht hier jetzt den Preis, den günstigsten Preis, den ich sonst noch gefunden habe. Machen wir weiter mit diesem Gerät. Was haben wir denn hier? Noch eine Panasonic Lumix DMC TZ101. Okay, und ich glaube, das gleiche haben wir noch ein zweites Mal. Ich glaube, die wussten, dass das Paket an einen YouTuber rausgeht anscheinend, weil ich habe oft überlegt, brauche ich mal wieder eine neue Kamera? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, findet ihr das Bild okay oder muss ich mal in was Neues investieren? Trotzdem, an sich kann ich mit diesen kleinen Kameras nicht so viel anfangen, aber vielleicht ja jemand anderes und mal gucken. Warte mal, die mache ich mal auf, die interessiert mich. An sich wirklich ein sehr kompaktes, cooles Gerät. 4K, das Ding hat auf jeden Fall Power. So klein hier ein bisschen kann ich meinen Eltern geben, wenn sie irgendwie Tourismusreisen machen. Das ist so eine richtige Touri-Kamera. Ja, komm hier, stell dich doch mal vor diesen Turm und mach so, damit das so aussieht, als hättest du den Turm in der Hand. Packen wir die schnell mal wieder ein. Okay, was haben wir hier? Ein Objektiv, oder? Sigma 20mm f1.4. Ja, gut. Junge, also ich hätte jetzt niemals damit gerechnet, dass da so viel Kamera-Equipment drin ist. Ich bin wirklich bis jetzt sehr, sehr hyped. Also das ist ein wirklich fettes Objektiv. Und ich bin mir auch sicher, das Ding ist teuer. Guck mal, das kann ich sogar... Ey, oh mein Gott, vielleicht, ich schwöre, vielleicht behalte ich das. Junge, ich muss sofort abchecken, wie teuer das ist. Vielleicht, ja, ich bin richtig euphorisiert gerade. Vor allem, das kann ich auch easy auf meine Sony draufhauen. Okay, neu kostet das Ding 900 Euro. Trotzdem natürlich nicht schlecht. Also bis jetzt bin ich auf jeden Fall top zufrieden. Gute Ausbeute. Weiter geht's. Wir haben hier noch was ganz Besonderes. Und zwar ein Acer Laptop. Ich glaube, es ist ein... Bin jetzt mal gespannt, was wir hier für ein Modell haben. Machen wir das Ganze mal auf. Acer Swift 3. Hier haben wir welche für 700 bis 1100 Euro. Ja, also da kann man an sich auch nicht meckern. Das war es allerdings aus der Box. Ich hoffe mal, da war jetzt nichts mehr drin, sonst wäre das schlecht. Ich muss da noch kurz was zu ergänzen. Warte mal, ich stelle euch mal kurz hier hin. Das Ding heißt zwar Swift 3, das genaue Modell SF313-527871 mit 1024 GB Speicher und 8 GB Arbeitsspeicher. Intel Core i7 Prozessor, Windows 10, ja gut. Deswegen ist der auch gar nicht mal so günstig. Okay Leute, eine Sache haben wir noch und da bin ich jetzt mal ganz gespannt, weil dieses Ding habe ich noch nie gesehen. Es ist auch ziemlich groß. Das ist der Ecorex D-Bot Pro 930. Ich muss sagen, ich habe schon öfter mal mit Ecovacs zusammengearbeitet. Die Staubsauger sind sehr geil. Ich habe hier selber auch einen im Büro stehen da unten. Das hier ist jetzt eine Mischung aus Handstaubsauger und Saugroboter, soweit ich weiß. Würde ich sagen, checken wir das Ganze doch mal aus. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal den Saugroboter. Ey, ich wusste nicht mal, dass es so ein Ding gibt, was einen Handstaubsauger integriert hat und einen Saugroboter ist. Oder wie genau? Ja, guck mal. Das, kommt mir doch bekannt vor, sowas, ne? Das kommt ja oben drauf auf diese Handstaubsauger. Brauchen wir aber dann noch so ein Rohr. Ach so, das ist so ein Set. Das Rohr ist hier und ah, okay, ich verstehe. Ich blende euch hier ein Foto ein oder vielleicht ein Video, wenn ich irgendwo eins finde. Das ist so ein Set, da hast du alles in einem. Also die Saugroboter Docking Station plus, ja, ihr seht es ja hier wahrscheinlich, an sich eine gute Idee, finde ich. Ich habe allerdings zu Hause meinen Saugroboter, hier im Büro auch. Deswegen brauche ich sowas eigentlich nicht. Und hier jetzt auch nochmal der Preis dafür. Ich setze mich jetzt mal hin, rechne alles zusammen und wir sehen uns sofort wieder. Ich bin so gespannt. Bis gleich. Okay Leute, ich habe alles zusammengerechnet. Jetzt Live-Reaction für euch. Ich weiß es noch nicht. Wir rechnen zusammen. Let's go. Hey Siri, berechne 600 plus 400 plus 400 plus 750 plus 400 plus 400 plus 899 plus 900 plus 399. 5.148 Euro. Ja, was soll ich sagen, Leute? Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Ich hätte gedacht, es wäre noch mehr. Ich habe jetzt wirklich immer den günstigsten Preis genommen. Aber kann man schon machen. Wenn ihr euch für das ein oder andere interessiert, wie immer, luckydonkey.de, mein Shop, da wird das Ganze weiterverkauft. Könnt ihr dort gerne mal vorbeischauen. Und ich habe mir gedacht, für alle Nachwuchs-YouTuber von euch, diese Panasonic DMC TZ101 verlose ich. Schreibt einfach einen netten Kommentar und dann, Instagram-Namen in die Kommentare dazu schreiben, ganz wichtig. Und dann löse ich das Ganze auf. Dann freut sich hoffentlich jemand darüber. Abonniert sehr, sehr gerne den Kanal. Ich kann das Video mit einem Lachen beenden und danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Ciao.